Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow Tactics Blades of the Shogun. Wir sind hier in Folge 94 unterwegs auf Berg Zudo und haben schon drei Charaktere befreit und die wollen wir in dieser Folge auch benutzen. Zumindest habe ich mir das vorgenommen. Ich habe einen ganz fiesen Plan, wie wir die Wache hier oben loswerden. Mal sehen, ob das klappt. Das funktioniert alles nur, wenn der Zivilist, der gerade durchs Bild läuft, nicht da ist. Na, mal sehen. Du hast einen Plan, Timo? Ich habe einen Plan. Du hast auch einen Stein, ne? Wenn du Hayato hast. Ja, stimmt. Mal schauen. Oh! Jetzt hau ihn um. Ja, danke. Aber dein Plan war super. Du wolltest ihn mit den Fußspuren von Hayato noch weiter nach unten locken, richtig? Ja, und oh, scheiße. Zur Not musst du den K.O. schlagen. Ja. Ja, vielleicht nicht noch weiter. Tut mir leid. Bist tot. Ach, ja. Lass liegen. Ja, vielleicht. Ach, nee. Aber nicht runterschmeißen irgendwo. Nee, nee. Ich schlag ihn nur noch mal K.O. und... Warte, da liegt noch die tote Wache. Ich weiß nicht, ob er das gut findet. Ich muss erstmal hier den loswerden. Okay. Gut. Oha, das war aber ein cooles Manöver. Tut mir leid. Es tut mir leid. Danke. Er wird richtig die Beule haben morgen. Ja. Ich glaube, das reicht jetzt auch. Das müsste hinhauen. Er hat immer noch seine drei Sterne. Okay. Stimmt, man kann das an der Anzahl der Sterne. Ja, ich kenne mich da nicht so richtig gut aus. Hier ist schon eine Wache, ne? Ja, wenn er, solange er noch mindestens einen Stern hat, ist alles okay. Okay, Kollege. So, muss ich ihn irgendwo. Ja. Hier ist der was hinlegen, genau. Kopf gefallen. Super. Das war doch ein super Auftakt. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich bin nicht sicher, wie die reagieren. Du hast das irgendwie immer ein bisschen mehr im Blick. Also theoretisch wacht er auf, ärgert sich, dass er irgendwie seine Pflicht vernachlässigt hat oder weiß ich nicht was und verschwindet in irgendeiner Hütte. So, der letzte Stern ploppt auf, er wacht auf. Du wachst auf. Nicht hierhin! Jetzt sagt er, glaube ich, einer Wache Bescheid. Und das ist schlecht. Aber bis jetzt sind es nur Fragezeichen, warte mal ab. Guck mal nochmal, was die gerade machen. Sind nur Fragezeichen. Und der Samurai interessiert sich überhaupt nicht für die Geschichte. Ich glaube, der Zivilist hat sich beruhigt und geht einfach wieder seine Patrouille, oder? Okay. Ich hätte ihn sonst, den Samurai, falls der ankommt, noch abgeschossen mit Takuma. War schon dabei, mich bereit zu machen, aber der Zivilist hat sich wieder beruhigt. Ich denke, ich speichere hier einmal. Ich habe nämlich bisher nicht gespeichert, weil ich nicht sicher war, was passiert. Und ich denke, wir sind hier wieder safe. Gut. So wie es aussieht, können wir den Samurai hier oben leider noch nicht abräumen, denn es gibt hier eine Wache, die guckt irgendwie nach oben. Aber er dreht sich nicht um, oder? Warum ist der denn da? Hat das mit dieser roten Fahne da irgendwas zu bedeuten? Weil das ist ja irgendwie das Einzige, wo man... wofür man an dem Samurai vorbei müsste. Zur Kiste kommt man ja auch so, zur Munitionskiste, ohne dass der irgendwie getriggert wird. Ja. Macht einen natürlich neugierig, ne, dieses rote Bändchen. Das ist wahrscheinlich... Weiß ich nicht, ist das dann unser... Das ist ja aber auch Quatsch. Unser letztes Ziel wird ja sein, irgendwie diese große Brücke, die dann in den Bereich von Berg Zudo führt, den wir schon kennen. Was ist das? Ach so, oh.
der das ist. Das ist der Zivilist. Ja. Der ist echt. Wir sind du kannst so ihn ja trösten und ihn ein bisschen mit einem Waschbären spielen lassen. Dann freut er sich bestimmt. Ich guck mal. Ja, hast eigentlich recht. Ich werde nochmal versuchen, mich um den Samurai zu kümmern. Irgendwie bin ich da motiviert. Okay. Was meinst du? Ist das okay? Ja, unbedingt. Ich würde dabei allerdings Munition verschwenden. Macht nichts. Macht nichts. Nutz mal ruhig die Munition. Wenn wir am Ende der Mission immer noch 3 Schuss über haben, dann haben wir ja auch irgendwie nicht genug benutzt. Alles klar. Außerdem ist da ja noch die Munitionskiste. Oh, hier ist eine Statue, kannst du aktivieren. Oh ja. Oh! Was ist passiert? Ein Weg ist aufgegangen. Hier, da wo du gerade hergekommen bist. Oh ja. Der führt hinter den Samurai oder so. Tatsächlich, da. Oh, unten. Wahnsinn! Hinter Aiko, aber dann ist man ja direkt im Blickfeld zweier Wachen. Ja. Glaubst du, der Samurai kommt durch wegen Fußspuren? Ja, ich denke schon. Doch, müsste eigentlich sein. Okay. In der Imai sind die, glaube ich, auch den Fußspuren gefolgt. Kannst du mit Kuma auch Fußspuren machen? Aber ich habe jetzt. Der steht hier gerade im Weg. Muss man einfach mal so sagen. Achso, ich komme nicht weiter weg. Kuma hinterlässt keine Fußspuren im Schnee. Gut. Du kannst doch, oder nicht? Von wo aus möchtest du den Samurai denn anschießen? Von da aus, wo Takuma jetzt steht. Von da aus, wo Takuma jetzt steht. Der steht rechts da hinter dem. Oh, oh, er kommt. Hat er daneben geschossen? Ja. Du musst auf den Samurai zielen. Ja, ich verstehe. So weit will Timo den locken, das ist ja total der Wahnsinn. Ich sehe nichts mehr. Du kannst schon Schattenmodus-Schuss auf den Kopf von dem Typen machen. Er kommt allerdings nicht zu dir. Aber kannst du trotzdem schon mal machen. Hey, neuer Kollege, hier bin ich. Was? Nee, oder? Das geht schon? Schattenmodus kannst du bestimmt machen. Junge, hier. Na, komm her jetzt. Komm, guck einmal hin. Ja. Ist alles voll. Hat das nicht? Warum sieht er das nicht? Jetzt kommt der Zivilist. Okay. Genau. Ah, okay. Das ist ja gut. Also du musst ihn natürlich auch nicht ganz bis hierher locken, ne? Wenn er da hinten steht, kannst du ihn ja auch gut anschießen. Müsste trotzdem hinhauen, oder? Ja, ich wollte, dass er ungesehen ist. Ne? Von den Leuten hier bei Aiko. Genau, müsste er ja aber sein, wenn er da bei der Munitionskiste, bei dem kleinen Pavillon ist. Das stimmt. Dann machen wir das. Machen wir das allerdings. Mit Yuki. Yuki macht das. Die kann ihn nämlich dann gleich um die Ecke bringen. Super. Und jetzt kannst du schießen. Und außenrum. Zack. Irgendwo verstecken. Der Zivilist kommt nämlich gerade wieder. Ah, danke. Glaube ich. So, glaubst du? Vielleicht kommt er auch nicht. Ich dachte, ich hätte ihn da gesehen gerade eben, aber... Warte, guck mal, Takuma kann ja mal ein Stückchen zur Seite gehen. Ah, nee, da ist er. Okay. Uah. Hier ist auch kein Gebüsch, ne? Sieht so aus, ja.
Ja. Ich helfe ihn da runter. Ich hoffe, das klappt. Ja, das klappt bestimmt. So, mein Freund. Aber ach, da sind ja. Das ist auch nicht so tragisch. Da kannst du ihn runterwerfen, da ist nie jemand. Ja. Zum Eiszapfen. Oder du wirfst ihn da nicht runter. Ich glaube, du kannst ihn auch zum Beispiel bei dem Teehäuschen verstecken oder so. Was ist denn da los? Nichts mit runterwerfen heute. Oder da liegen lassen, wo er stand. Schon der Zivilist kommt. Ja. Tragen! Der Yuki hält ihn gerade fest, ne? Du willst ihn ihr doch nicht aus den Armen reißen. Fuß- und Schleifspuren im Schnee. Das ist alles ganz normal hier. Gut, ich lass ihn da liegen. Was so, gehen wir aber jetzt trotzdem zu der Fahne und gucken, ob da was ist. Okay. Dann gibt es ein Abzeichen. Geh zu dem unnötigsten Ort im Level oder so. Alles klar? Achso. Nö, das ist nix. Super, hervorragend. Naja, war ja nur ein Schuss. Okay, ich denke, an dieser Stelle kann Alex dann in der nächsten Folge weitermachen. Okay. Wir haben den Samurai getötet. Ich weiß noch nicht warum, aber wir sind auch schon ganz schön nah bei Ai. Cool, die ist hier noch gefangen. Und dort liegen auch unsere Lundenschlosspistolen. Ich denke, da geht einiges in der nächsten Folge. Dann bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.